Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt im Stream zugeschaltet haben. Wir sind in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Hier lief gerade der Film, der Dokumentarfilm Mauerspringer. Wenn Sie ihn nachschauen wollen, können Sie das selbstverständlich in der ARD-Mediathek tun. Da steht er gerade. Ich möchte jetzt ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass ich auf dem Podium Gäste habe. Sie sind nicht Mauerspringer wie im Film gewesen. Dafür waren Sie es eigentlich in Ihrer Jugend von Anfang an gewohnt, gegen alle Widerstände, man kann sagen, gegen alle Mauern anzurennen. Über Freiheit und Zwang, über Nischen und Grenzen, über Wut und Widerstand möchte ich mich jetzt unterhalten und Ihnen zunächst unsere Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Neben mir sitzt Anne Hahn. Sie wurde 1966 in Magdeburg geboren. Sie durfte trotz eines sehr guten Notendurchschnitts zunächst kein Abitur machen, wurde Krankenschwester und klaute sich manchmal grüne OP-Kleidung, um sich daraus Schlaghosen zu nähen. Schlauchhosen. Ein wichtiger Unterschied. Das stimmt. Schlauchhosen. Unter anderem, was das ist, werden wir sicher noch thematisieren. Unter anderem hat sie in ihrer Heimatstadt Magdeburg Punkkonzerte organisiert und wurde von der Staatssicherheit mehr und mehr unter Druck gesetzt und erpresst. Ihr Fluchtversuch aus der DDR endete 1989 an der Grenze von Aserbaidschan zum Iran. Sie wurde dafür inhaftiert und am 17. November 1989 aus dem Gefängnis entlassen. Ihr nicht ganz ernst gemeintes Urteil bei der ersten Reise in den Westen: das Gras ist viel grüner, der Himmel viel blauer. Anne Hahn, schön, dass du da bist. Danke, hallo. Josephine Kessling, 1962 in Thüringen geboren. Sie wuchs mit Religionsunterricht, Klavierunterricht und Reitunterricht auf und ohne nahe Familienangehörige in der SED. Bei ihr war es ebenfalls so, trotz ihres Notendurchschnitts von 1,7 war auf dem Gymnasium kein Platz für sie. Also machte sie eine Ausbildung zur Facharbeiterin Porzellanherstellung in Kahla, obwohl sie dann noch nie in diesem Beruf gearbeitet hat. Seit 1980 lebte sie in Halle-Saale und war unter anderem aktiv in der jungen Gemeinde. Über die von ihr sogenannte Villa Einsturz, die sie damals bewohnte, wollen wir uns später noch ausführlich unterhalten. Seit 1981 wurde Josephine Kessling von der Staatssicherheit intensiv observiert. Sie selbst hat ihre Begegnung mit der Stasi mal so zusammengefasst: ich glaube, weil ich keine Angst vor denen hatte, hatten die Angst vor mir. Ich freue mich, dass Frau Kessling heute Abend bei uns ist. Danke. Ganz rechts sitzt Chaos. Er kam 1964 in Leipzig zur Welt als Jürgen Gutjahr und ist im industriellen Stadtteil Plagwitz aufgewachsen. An Chaos ist eigentlich seine Mutter schuld. Die hat nämlich mal beim Anblick seines unaufgeräumten Zimmers gesagt: das ist kein Chaos, du bist Chaos. Gemeinsam mit Rotz und Typhus hat Chaos dann 1981 die Punkband Wutanfall gegründet. Fortan wurde er von der Stasi drangsaliert und physisch wie psychisch malträtiert. Er durfte nicht in andere DDR-Städte oder gar ins sozialistische Ausland mehr reisen und bekam anlassbezogen sogar Besuchsverbote der Leipziger Innenstadt. Wie er das alles ertragen hat, Chaos selbst brachte es mal auf den Punkt: wir machen so unser Ding und wir sind einfach da und wir lassen uns auch irgendwie das nicht verbieten. Herzlich willkommen, Chaos. Ja, Anne, wir haben es gerade im Film gesehen, da war es natürlich etwas anders, aber vielleicht gibt es ja doch einen ähnlichen Moment. Irgendwann war die Entscheidung bei den Protagonisten da, wenn auch in diesem Fall wortwörtlich eher als Schnapsidee, die dann auch wieder rückgängig gemacht wurde. Erinnerst du dich an den Augenblick, als du dir gesagt hast: jetzt fange ich an zu planen, jetzt mache ich ernst, jetzt will ich weg? Ja, das war, als ich vom Heulen aus dem Klo rauskam, in meiner Arbeitsstelle im Kulturkabinett in Magdeburg-Nord. Und ich hatte gerade meinen Studienplatz verloren, meine Arbeitsstelle verloren. Und also es war auf einmal klar wie Kloßbrühe. Das war es jetzt. Ich war 21 und ich hatte Punkkonzerte organisiert und nach 5 vollzogenen Konzerten, du würdest mir bestimmt widersprechen, das waren schon die anderen Bands, also man sagt okay, auch im Kanon, es ist kein Punk mehr gewesen, das ist aber eine ganz andere Diskussion. Ich habe Mitte der 80er Jahre die Konzerte organisiert und dadurch, als man endlich aufmerksam wurde, in Magdeburg hat das eine Weile gedauert,
hat man gesagt, so, die wollen wir hier nicht mehr haben, ne, als Mitarbeiterin des Staatsapparates im Kreiskabinett für Kulturarbeit. Ja, und das war der Moment, genau, wo ich dann zwar erhobenen Hauptes aus dem Raum rausgegangen war und zu den Herren gesagt hatte, ich wäre dafür, dass wir mit den Punks arbeiten, das sind auch eure Kinder. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, habe geheult und als ich da wieder rauskam, dachte ich so, jetzt muss den Westen. Der Fluchtversuch bei den beiden Protagonisten im Film hat gerade mal 24 Stunden gedauert. Bei dir war es nicht wesentlich länger, also ein bisschen länger, aber er endete dann auch sehr abrupt. Aber er fing an, eigentlich sozusagen, augenscheinlich mit einer Urlaubsreise ans Kaspische Meer, oder? Na, damit fing es nicht an. Das war ja schon der Endpunkt. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht als 24 Stunden, um mir das zu überlegen. Wir haben ein halbes Jahr lang geplant und verschiedene Optionen abgewogen und genau, also am Kaspischen Meer, das war dann so die Reise, die wir durch einen Haufen Tricks bekommen haben. Und da waren wir dann schon mitten auf der Reise und der Endpunkt war dann die Verhaftung. Bis zu deiner Verhaftung klingt diese Reise auch in gewisser Weise, dieser Fluchtversuch auch abenteuerlich. Und das war es ja wahrscheinlich auch. Aber es waren ja auch damals schon, auch auf dem Weg bis zur Verhaftung, da waren ja wahnsinnig viele Gefahren. Also es waren ja auch wortwörtlich Zäune und Stacheldraht. Hast du das da mal, also ich meine, ich glaube, ich wäre vor Angst zerflossen. Konntest du das ausblenden oder wie bist du auch mit diesen Gefahren umgegangen, auch bis dahin sozusagen? Na, bis dahin waren wir einfach so naiv, das schützt dann auch manchmal. Wir wussten das ja alles nicht. Wir haben gedacht, wir haben uns eingebildet, ach ja, wir fahren nach Aserbaidschan und die werden doch nicht tausende Kilometer Stacheldraht durch ihr Land ziehen, nö. Wir hatten 100 D-Mark mit, die haben wir geschmuggelt und haben gedacht, wir bestechen die Grenze. Und da gibt es irgendwo einen Schlagbaum und einen verträumten russischen Grenzsoldaten, der sich bestechen lässt und dann sind wir drüben. So haben wir uns das vorgestellt. Und nicht, dass da irgendwie eine richtige Grenzanlage ist. Na, es war vielleicht ganz gut so, dass wir es nicht gewusst haben, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht erst losgegangen. Hm. Wenn ich irgendwie Bilder gesehen hätte von der Grenzanlage, wie sie dann in Wirklichkeit aussah, das. Und ihr hattet dann tatsächlich noch in Anführungszeichen Glück im Unglück, weil ihr ein Rückflugticket aus Baku gebucht hattet. Was hat es mit diesem Glück auf sich gehabt? Genau, na, wir haben eine richtige Urlaubsreise gehabt. Muss man jetzt vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich hatte ja keine Arbeit mehr, nachdem ich dazwischen lag, so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, im Stadtkabinett für Kulturarbeit entlassen worden war, habe ich versucht, nochmal richtig arbeiten zu gehen. Ich war ja ausgebildete Krankenschwester, habe es bei den Pfeiffer'schen Stiftungen in Magdeburg versucht, ein christliches Krankenhaus. Die haben gesagt, oh nee, nicht noch hier so ein Staatsfeind, wir haben schon so viele. Die haben ja dann auch Ärger bekommen, wenn sie so viele Leute versucht haben zu beschützen. Und ich kannte da auch niemanden. Okay, dann habe ich es nochmal als Reinigungskraft in der Bibliothek versucht. Die haben mich auch nicht genommen, aufgrund meiner Kaderakte. Ich hatte heute Mittag ein Zeitzeugengespräch in Magdeburg und habe die Kinder gefragt, wisst ihr, was eine Kaderakte ist oder eine Kaderabteilung? Nö. So lustig, ne? Es gibt so viele Sachen, von denen man gar nicht mehr ausgehen kann. Und einmal hatte ich in Kreuzberg eine türkische Schülerin, die sagte, ich heiße Kader. Oh ja, sowas passiert einem dann heute. Also es rückt immer weiter weg. Aber damals hatte man eine Kaderakte und die hat verraten, dass ich also für überhaupt keinen Job mehr geeignet bin. Und dann hatten wir aber noch eine Freundin im erweiterten Freundeskreis, die arbeiten gegangen ist. Und man konnte, das war so ein Trick, eine Urlaubsreise beantragen, wenn man einen ordentlichen Job hatte und konnte da plus x Leute mit draufschreiben. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Nein. Also das war, hatte sich so rumgesprochen bei uns und so konnte man in die Sowjetunion nach Bulgarien oder so, weil man eben der mitgenommene Kumpel war von XY mit einem ordentlichen Job. Und dann haben wir gesagt, hier plus zwei, wir wollen mit. Und die hatten Reise nach Leningrad beantragt, St. Petersburg, die nicht genehmigt wurde, womit wir gerechnet haben, weil da wollten ja alle hin. Und sie war nicht in der Partei oder hat nicht ihre Norm so erfüllt. Und dann kriegte man nämlich Gutscheine. Und da sie drei Leute eingetragen hatte, bekamen sie drei Gutscheine für eine Reise in die Sowjetunion. Und dann haben wir gesagt, danke, ach, wir wollen mit dir nicht mehr verreisen, tut uns wirklich sehr leid. Und sind los zu zweit mit den Reisegutscheinen ins Reisebüro von Jugendtourist und haben da gesagt, zweimal Sowjetunion bitte. Und
Wir wollten ja eigentlich in die Türkei abhauen und das ginge am besten über Georgien, haben wir uns gedacht. Aber die meinten dann im Reisebüro, ja, in Georgien sind gerade Unruhen. Das war dann im Frühjahr 89. Die lassen keine Ausländer rein, müssen sie sich was anderes aussuchen. Dann haben wir geguckt, ach, daneben, ach, der Maßstab war ja auch so, ach, gleich daneben, Armenien hat auch noch die Grenze zur Türkei. Ja, dann zweimal Armenien bitte. Nee, da ist gerade ein Erdbeben, dürfen auch keine Ausländer rein. Ja, ja, und daneben, ach, Aserbaidschan, interessant, ist ja nur so ein Zentimeter daneben. Keine Grenze zur Türkei, Iran, naja. Also so waren wir, so naiv. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir zweimal Aserbaidschan, Baku, Kaspisches Meer, schön. Und dann waren wir da, genau. Und ihr hattet eben das Rückflugticket, ne? Das war der Ausgangspunkt. Und hatten, genau, das Hin- und Rückflugticket. Das war das große Glück, weil ich später im Gefängnis eben auch Frauen kennengelernt habe, die One-Way ihre Flucht geplant hatten. Und wer kein Rückflugticket, kein ja, was hätte es noch gegeben, wahrscheinlich eine Zugfahrkarte oder so aus Bulgarien oder sonst woher mit hatte im Reisegepäck, wurde dort in dem Land, wo man aufgefischt wurde, inhaftiert und mit Sammeltransporten irgendwann zurückgebracht in die DDR. Also ich habe Frauen getroffen, die waren 4 Monate in Bulgarien im Knast oder was weiß ich, in Ungarn dann nicht mehr so lange, weil es immer mehr gab, die dann zurückgebracht wurden, aber in den 80ern oder so haben da schon mal Leute ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr irgendwo geschmort. Josephine, ich habe es so eben schon in der Anmoderation gesagt, du bist tatsächlich ja mit sehr viel Bildung aufgewachsen. Und trotzdem gab es in der Schule, und so ein bisschen schließt sich der Kreis tatsächlich mit heute Abend, es gab in der Schule relativ bald für dich Schwierigkeiten. Du hast auch heute Abend eine Kette um den Hals, eine Kreuzkette. Immer. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Und das war sozusagen das erste Mal, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit dir gelesen, dass du so richtig Probleme bekommen hast, weil du eben in der Schule diese Kreuzkette getragen hast, oder? Man muss da... Oh, ist laut. Mir kommt das laut vor, nein. Man muss da eine Sache dazu sagen. In dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war meine Familie, die Kesslings, über Generationen bekannt. Das waren Landwirte und angesehene Leute. Und mein Opa, andere Seite, war Wozilka. Das war ein Mann, der in Prag Medizin studiert hatte. Das waren Sudetendeutsche. Und er war schon vor der Fluchtbewegung nach Artern gekommen. Der Vater meiner Mutter, und weil er dort eine Allgemeinarztstelle angeboten bekommen hatte. Und in Artern hat das keine Rolle gespielt, dass ich die Granatkreuzkette getragen habe, die ich zur Taufe geschenkt gekriegt habe. Es hat keine Rolle gespielt, dass ich Religionsunterricht hatte. Ich war in dieser Kleinstadt entweder die Jüngste von den Kesslings oder die Enkeltochter von Dr. Wozilka, bei dem die halbe Stadt als Patient war. Ich bin mit enormem Selbstbewusstsein aufgewachsen. Ich war gut erzogen, ich war höflich. Ich habe aber auch immer meine Meinung gesagt. Ich bin mal zum Bürgermeister gegangen, weil die den Weinberg vollbauen wollten. Und dann haben wir uns erst auf so Erdhügel gesetzt und haben die Bagger blockieren wollen als Kinder. Da waren wir vielleicht 9 oder 10. Und dann sind wir beim Bürgermeister eingeladen worden, haben Kekse gekriegt. Und dann haben die uns die Baupläne gezeigt und haben uns beruhigt. Und es war alles gelogen. Aber das hat in Artern keine Rolle gespielt. Da wäre ich trotzdem aufs Gymnasium gegangen wahrscheinlich. Und meine Eltern trennten sich aber, als ich 11, 12, 13 so in dem Alter war. Und meine Mutter zog mit mir nach Nebra in einen Plattenbau. Und da war alles komplett weg. Da war der Reitunterricht weg, da war diese soziale Komponente weg. Da war ich niemand. Da kam ich in eine Klasse, in der ich keinen kannte. Ich liebte klassische Musik, hatte geflochtene Zöpfe, die Mädchen hatten durchgestufte Haare und rauchten. Das war ein Kulturschock für mich. Die haben sich nur über mich lustig gemacht. Außerdem fiel auf, dass ich Westkleidung hatte. Ich hatte Filzstifte, ich hatte einen Pelikanfüller. Die Hälfte meiner Familie war in Westdeutschland und in Amerika. Und die andere Hälfte war in Ostdeutschland. Und meine Tanten aus dem Westen und aus New York, Tante Hannelore, die schickten Pakete. Und wir waren da gut versorgt, was auch nicht gerne gesehen war. In Artern spielte das keine Rolle. In Nebra
wo sie vor ein paar tausend Jahren schon die Himmelsscheibe vorgraben haben, weil es gar keinen Sinn hat, dort wirklich nicht, habe ich mit meinen 12, 13 Jahren überhaupt nicht einschätzen können, dass ich da nicht denselben Status habe, dass mich da niemand kannte, dass ich da keinen Bonus hatte aufgrund meiner Familiengeschichten. Und es ging im Prinzip, und darauf, da musste ich kurz eingreifen eben, das Erste, was passierte, war, dass mich der Schuldirektor dann in sein Büro bestellte, als ich dort neu in der Schule war. Und mir sagte, dass sowas nicht in der Schule getragen werden soll. Also das könnte ich, das möchten sie nicht. Ich weiß nicht, wie die Formulierung damals war. Ich war perplex. Ich habe das zur Kenntnis genommen und habe die Kette trotzdem weitergetragen und habe halt das T-Shirt drüber gehabt. Und auch in der DDR, also ich habe sie nicht mehr außen getragen, ich habe sie unter der Kleidung getragen, weil ich lasse mir doch nicht verbieten, ich bin Katholik, ich lasse mir doch nicht verbieten, also ohne kirchlichen Bezug, aber ich bin wirklich, also ich bin gläubig, so. Und ich lasse mir doch nicht von einem Direktor verbieten, eine Kreuzkette in der Schule zu tragen. Das hat mich fassungslos gemacht, wie der sich erdreistet. Und ich habe sie trotzdem getragen, aber halt unter der Kleidung. Und auch in der DDR konnte ein Lehrer nicht zu einer Schülerin sagen, was hast du denn da unter dem T-Shirt? Also sie konnten nicht viel machen, aber gesehen haben sie sie schon. Und dann eben die Westkleidung. Und dann habe ich in zum Beispiel, wie hieß denn dieser Unterricht, Politik, Staatsbürgerkunde, vielen Dank. Habe ich zum Beispiel gesagt, ob die Mauer nicht im bautechnischer, also ob das nicht irgendwie alles falsch ist, wenn uns der imperialistische Kapitalismus bedroht, dann müssten die doch oben nach außen gebogen sein, aber der Stacheldraht ist nach innen gebogen, stimmt doch irgendwas nicht. Fand ich mich ganz cool, fand ich voll lustig. Die ganze Klasse so und für mich war immer klar, dass ich aufs Gymnasium gehe. Ich habe fleißig gelernt, war mit dem Durchschnitt, den ich hatte, selber nicht wirklich zufrieden. Es war für mich gar keine Frage, ne? Und dann waren wir in der Schulspeisung, wo man Mittagessen bekam und ich trage mein Tablett weg und die Klassenlehrerin kommt mir entgegen und sagt, ach so, Josephine, mit dem Gymnasium, das wird nichts, es war kein Platz mehr frei und läuft weiter. Ich war fassungslos und das konnte ich überhaupt nicht glauben. Und aus meiner Schulklasse sind 3 Schüler nur ins Gymnasium gegangen und eine war wirklich wesentlich schlechter als ich, aber beide Eltern waren Parteimitglieder. Mhm. Und die konnte das überhaupt nicht können und war nach 3 Monaten wieder da. Und dann bin ich zum Direktor gegangen und habe gesagt, so, jetzt ist doch ein Platz frei. Ja, also sie hatten ja begründet, dass nur 3 Plätze waren und jetzt war doch ein Platz frei. Dann war der wieder völlig fassungslos und hat rumgeeiert, ja, ich könne das nicht mehr aufholen und es ginge nicht und so. Und bis dahin hatte ich noch so ein Minimum an Hoffnung, dass diese Begründung wirklich gestimmt hätte. Mhm. Und als die mir das dann auch noch, also wieder verweigert haben, wusste ich, dass es damit gar nichts zu tun hat. Wirklich gar nichts. Und ab dem Moment haben sie ein Problem mit mir gekriegt, und zwar alle. Das geht nicht sowas. Du hast mal gesagt, die wollten sich einfach grundsätzlich weigern, uns Nischen zu schaffen. Du hast es aber dann trotzdem versucht, spätestens dann wahrscheinlich auch, also vorher schon, du hast gesagt, du hast dir nichts gefallen lassen, als du nach Halle gekommen bist. Wie sahen denn diese Nischen damals aus? Die junge Gemeinde hat ja zum Beispiel eine große Rolle für dich gespielt in Halle-Neustadt. Ja, naja, ich neige dazu, was ich tue, sehr ernsthaft zu tun. Und ich bin nach Halle gekommen, hatte zufällig auf einer Geburtstagsfete, wo ich eingeladen war, einen ganzen Trupp von der JG Halle Neustadt kennengelernt. Bin, nachdem ich die Ausbildung gemacht hatte, die ich eigentlich nicht machen wollte, die ich auch mit sehr gut abgeschlossen habe, habe ich mein Zeugnis genommen, bin nach Halle gegangen, habe mich beim Gesundheitswesen gemeldet und habe gefragt, ob sie irgendeine Hilfsstelle für mich hätten und habe eine Hilfsstelle angeboten gekriegt in der Kinderpsychiatrie als medizinische Hilfskraft. Da hatte ich dann erstmal die Arbeitsstelle und dann bin ich mit meinen Bekannten, die ich dort in Halle hatte, zur Junggemeinde nach Halle-Neustadt gefahren, habe Lothar Rocher kennengelernt, unseren Jugenddiakon. Und
der wollte natürlich auch Leute, die neu zur jungen Gemeinde kamen, kennen. Also hatten wir ein Gespräch vereinbart und das war auf meiner Homepage die erste Berichterstattung von einem IM, dass sich heute ein Mädchen namens Scho mit SCO geschrieben bei Rochau vorgestellt hat und worüber wir uns so unterhalten hatten und so. Ich weiß nicht, wie dieses Dokument zustande gekommen ist, aber dann habe ich mich mit Lothar Rocher halt unterhalten. Er wollte meine Geschichte wissen, hat dann bei der Gelegenheit mitgekriegt, dass mein Vater damals ein relativ bekannter Autor in der DDR war. Mein Vater war dann später auch mal bei einer Werkstatt und hat eine Lesung gemacht. Und ich habe mich sehr schnell, sehr intensiv in die ganze Arbeit in der jungen Gemeinde mit eingebracht. Am Anfang überwiegend Tee kochen wahrscheinlich und Schmalzschnitten schmieren und rumdiskutieren. Aber das ging auch sehr schnell los mit der Organisation eben von Friedensgebeten oder das... Als das mit Soft anfing oder Schwerter zu Pflugscharen, war ich zum Beispiel die Abgeordnete von Halle-Neustadt in Dresden in der Weinbergsgemeinde. Da gibt es auch ein Telegramm vom Staatssicherheitsdienst in Halle nach Dresden, das ihnen zur Kenntnis gekommen ist, dass ich als Anlaufpunkt Pfarrer Wonneberger habe und Christoph Wonneberg und dass ich bei dem auch übernachten werde und dort teilnehmen werde an diesem Treffen und dass sie mal recherchieren sollen oder überlegen sollen, wie sie mich dort intensiv eben beobachten können. Und ich war in der Soft-Basisgruppe, das war Sozialer Friedensdienst. Es gab in der DDR kein, wie nennt sich das, Zivildienst, genau. Es gab in der DDR keinen Zivildienst. Und es gab vor allem in unseren Kreisen viele junge Männer, die ein ernsthaftes Problem damit hatten, mit der Vorstellung, zur Armee gehen zu müssen, zu dieser nationalen Volksarmee, die das nicht wollten. Und wir hatten, wie in, wahrscheinlich überall auch bei uns, Mangel in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in Kinderheimen oder so. Es wäre genug Bedarf gewesen, für Hilfstätigkeiten und wir haben versucht, mit den staatlichen Stellen in Kontakt zu kommen und eine Art sozialen Friedensdienst in der DDR zu ermöglichen, der Menschen erlaubt, nicht zur Armee zu gehen und das in Gegenleistung für die Gesellschaft als Dienst zu erbringen, von mir aus auch viel länger oder wie auch immer, aber dass es wenigstens außer diesem Nationale Volksarmee, Bausoldaten oder Gefängnis bei Vollverweigerung, ne, noch irgendeine Möglichkeit gibt. Aber es war alles völlig aussichtslos. Es war alles aussichtslos und dabei waren so viele gute Ideen. Welche Konsequenzen das alles für dich auch hatte in Halle, darüber würde ich gerne später noch sprechen. Ich möchte aber jetzt zunächst mal einen kleinen Sprung machen von Halle-Neustadt nach Leipzig-Plaquitz. Chaos, da bist du geboren und aufgewachsen. Deine Eltern waren beide bei der Reichsbahn und dein Vater hat dir schon relativ früh vermittelt, Junge, das Schlimmste sind die Kommunisten. Hat dich das geprägt in deiner Jugend? War das im Hinterkopf auch, als, sagen wir zum Beispiel, Wutanfall entstanden ist? Ja, es war so, mein Vater hat 61 an der Grenze gedient und später hat er mir nur einmal gesagt, das Schlimmste, was es gibt, sind Kommunisten. Das ist so immer hängen geblieben bei mir. Das war eine Sache, aber die war jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Der Weg zu meiner, in meiner Vita, zu meiner Verweigerung und das, was ich gemacht habe, fing ganz früh in der Schule an, in der ersten Klasse. Ich bin also von Haus aus eigentlich Linkshänder. Und erste Klasse, Schreibunterricht
Und man musste und wurde umerzogen auf rechts, rechte Hand. Und ich saß da als Steppke und was hat man gemacht? Man hat sozusagen meine linke Hand am Stuhl festgebunden. Und dachte, was ist denn das? Also so, geht ja gut los. Ja. Also das war so das erste Ding, wo ich so ziemlich ins Stutzen kam. Was ist hier eigentlich los? Was ist das für ein System? Und ja, dann den Sprung weiter, 5. Klasse, Anfang mit Staatsbürgerkunde und Russisch zu lernen. Da wurde ein sozusagen ein russischer Brieffreund vorgesetzt. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Also ich suche mir meine Freunde selber aus. Ihr könnt mich mal. Riesendiskussion, totaler Stress, Eltern einbestellen. Bis hin zum Direktor und ein Riesentheater. Ich war also kurz vor der Schulversetzung sozusagen. Bis ich eben gezwungen wurde, das eben zu machen. Da mussten Briefe geschrieben werden, wie toll es in der DDR ist und ich würde gerne wissen, wie toll es in Russland ist. Also völliger Schwachsinn. Ja. Das war so das zweite Ding. Dazu kam, dass ich mich auch dieser Sprache dann völlig verweigert hatte. Was wiederum dazu führte, weil ich in Russisch so schlecht war, da wurde mir verboten, Englisch zu machen. Also es war eine ganze Kette, die sich da aneinanderreihte. Und ich immer mehr in Frage stellte, was ist in dem System los oder wo soll das hinführen? Es ging natürlich massiv in der 5. Klasse auch los, zu versuchen, die sozialistischen Persönlichkeiten herauszuformen. Und ja, da waren sie bei mir an der falschen Stelle. Ja, ja und Plagwitz selbst ist halt wirklich so ein richtiges Industriegebiet. Viel Dreck, keine Bäume. Mein Kinderzimmer hatte Luftlinien nicht mal 10 Meter zum ersten Gleis. Ich bin also mit viel Lärm auch aufgewachsen und das prägt mich bis heute. Es sind von diesem Punkt aus dann noch ein paar Jahre vergangen und dann, also du kannst diese Geschichte viel besser erzählen, aber die Eckdaten kann ich ja trotzdem schon mal nennen und dann habt ihr euch, also Typhus, Rotz und Chaos, zusammengetan und, wenn ich richtig gelesen habe, ihr habt 1,5 Stunden geprobt. Ja. Dann das erste Konzert gegeben und ihr wolltet ein Transistorradio explodieren lassen. Ja. Und das ist, fand ich irgendwie, finde ich in deinen Schilderungen ganz interessant. Du hast gesagt, du hast dich währenddessen, ein Brötchen hing noch in der Mitte von der Decke, glaube ich, du hast dich extrem frei gefühlt, oder? Ja, das war der Moment, wo ich so nahezu das Bewusstsein verloren habe. Und das war für mich das größte Freiheitsgefühl, was ich bisher erlebt hatte. Ja, und wir hatten einen Titel Hunger und ich bin halt springend, habe ich nach dem Brötchen geschnappt. Ja, das war völliger Irrsinn und das mit der Sprengung hat leider nicht geklappt, aber ich konnte das Radio dann anhand einer Axt pulverisieren. Also da muss sehr, sehr viel Energie im Spiel gewesen sein, die auch anderen Leuten nicht verborgen blieb offenbar, weil die Stasi hat sich ziemlich schnell auf dich eingeschossen. Wie fing das eigentlich an? Also wo hast du auch gemerkt, das geht zur Sache und die haben mich richtig im Blick und im Fokus und vielleicht sogar mehr als andere? Naja, das Ding war, wir hatten also das erste Konzert, was du angesprochen hattest, verlief sehr gut. Wir hatten vielleicht 12 Besucher. Die sind dann schreiend durch die Stadt gegangen, irgendwie überall Wutanfall. Und hatten demnach beschlossen, das Ganze 14 Tage später nochmal zu machen. Haben auch getan, aber nur bis zum 2. Titel. Dann war die Polizei da, angeblich wegen ruhestörendem Lärm.
Okay, anyway. Wir haben uns dann bemüht, irgendwo einen Proberaum zu kriegen, hat alles nicht funktioniert. Hatten dann aber Ende des Jahres, 81, war das einen kennengelernt. Wir waren ja noch wirklich eine winzige Gruppe von vielleicht 10 Leuten in Leipzig, die so punkmäßig da unterwegs waren. Der hatte eine relativ große Wohnung mit einer richtigen Anlage, mit einem richtigen Schlagzeug, mit Gitarren und Boxen und so weiter. Und haben eben da geprobt. Und im Dezember 81 sind wir das erste Mal von der Straße weggefangen worden. Und das war sozusagen mein erstes Verhör. Und man stellte sich mir als Kriminalpolizei vor. Das Gespräch fing sehr smart an irgendwie. Ich sagte, ja, ja gut, ja, dann wollen Sie ein Glas Wasser oder einen Kaffee und so, ne? Und das, ja, was machen Sie denn so und was ist denn das für eine Musik und so und was sind das für Leute? Und also so ein bisschen Smalltalk erstmal, ne? Und dann kam es aber dann dazu, dass er sagte, ja, das ist ja alles interessant. Es wäre schön, wenn du uns ein-, zweimal die Woche informieren könntest, was ihr so macht, wie die Pläne sind, was für neue Leute dazu gekommen sind und so weiter und so fort. Also die wollten mich als inoffiziellen Mitarbeiter gewinnen. Und da habe ich gesagt, nee, no way. Ich verrate niemanden, ich bespitzele niemanden und ich arbeite erst recht nicht mit euch zusammen. Und dann war so eine Pause von vielleicht 30 Sekunden. Und dann änderte sich abrupt die Tonlage. Dann wurde ich angeschrien und beleidigt, beschimpft, war sofort auf einmal Chaos, was ich viel angenehmer fand. Und ich saß da mit meinen 17 Jahren und der sagte mir, Chaos, weißt du, wenn du mit dem Zeug weitermachst und wenn du immer mehr Leute irgendwie da infiltrierst und diese Musik und diese Texte und diese furchtbaren Klamotten und so, dann können wir dir eins versprechen. Du kriegst in diesem Staat keinen Fuß mehr an die Tür. Du wirst keine Wohnung haben, du wirst keinen Führerschein machen, du wirst nicht ins sozialistische Ausland fahren, gar nichts. Ja, das ist, das war schon ein bisschen strange, weil ich habe das erst nicht so vervollgenommen. Ja, also ich habe es erstmal so nicht geglaubt. Sag ja, okay, laber weiter und lass mich hier raus irgendwie. Ja. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt so nicht träumen lassen, dass genau das alles passiert. Ne? Was mich gewundert hat, du hast damals eine Lehre als Tischler gemacht. Also die eine Sache, wenn du zu spät gekommen bist, lag es daran, dass dich der Busfahrer öfter nicht mitgenommen hat, da du so ausgesehen hast, wie du aussahst. Das ja. Kam sozusagen noch hinzu. Und dann gibt es diese eine, also es hat mich nicht gewundert, das hat mich ziemlich entsetzt, dann gibt es diese Szene, die du mal geschildert hast. Du warst auf der Arbeit und es kamen 3 Leute in Zivil, die haben deinen Spind durchsucht, haben dich ins Auto gesetzt und mitgenommen und dann ist es eskaliert in dem Moment, wo sie zu dir gesagt haben, Chaos, du bist unwertes Leben. Und dann haben sie dich in den Wald gefahren und, also man kann es nicht anders sagen, halb tot geprügelt. Ja, also das war so, sozusagen meine erste Nahtoderfahrung. Also es fing an, der Typ im Auto laberte mich voll, auch so ähnlich. Ich sollte aufhören mit dem, was ich mache und so weiter. Beleidigte mich immerzu und bis er dann irgendwann sagte, Chaos, weißt du, was du für mich bist? Unwertes Leben. Und da ist bei mir wie so ein Schalter umgekippt und ich habe gesagt, halt die Fresse. So, und da ist es dann eskaliert. Ja? Also es gab eine Vollbremsung, die sind ausgestiegen, haben sich kurz unterhalten, sind zum Kofferraum gegangen, wieder eingestiegen. Der Typ, der neben mir saß, hat mir dann einen Stoffsack, einen schwarzen, über den Kopf gezogen, hat ihn am Genick arretiert. Ich hatte auch noch Handschellen
Und dann sind die auf den Zahn losgefahren und irgendwann gehalten. Ich habe dann gemerkt, das muss irgendwie ein Waldstück sein. Es war weicher Boden und Äste. Die haben mich rausgezerrt aus dem Auto, hingeworfen. Ich lag sozusagen wie in einer Embryostellung, hatte halt die Handschellen vor dem Gesicht und er hatte so dagegen getreten, ist also das Gesicht aufgeplatzt und so. Ich bin ein paar Mal auch ohnmächtig geworden. Die haben mich also mit Tritten, mit Knüppeln malträtiert. Ich bin dann wieder aufgewacht und er stand mit seinem Stiefel auf meinem Ohr. Und dann habe ich was Kaltes gemerkt am Nacken und dann ging es wieder los. Ich bin dann in der Zelle aufgewacht, musste mich übergeben, alles voller Blut. Und weil ich so geblutet habe, mussten die mich in ein Krankenhaus fahren. War sicher auch ein Stasi-Krankenhaus. War ein Stuhl in der Mitte und das haben sie ausgelegt, einen Meter darum mit Zellstoff, damit ich nicht alles vollsaue. Dann haben die mich genäht und geklammert. Eine Krankschreibung für 2 Tage und 2 Kopfschmerztabletten. Dann haben die mich in das Auto wieder reingeworfen, nach Hause gefahren, aufgeschlossen, mich am Hosenboden genommen, am Gürtel und in die Wohnung geworfen, wie ein Hund. Ja. Das war's. Du hast relativ schnell, wahrscheinlich nach dieser Situation zeitlich, dann noch einen Ausreiseantrag gestellt, aber sie haben trotzdem nicht aufgehört, dich zu malträtieren, ne? Also auch in den Jahren danach. Ja. Also die haben noch 5 Jahre, glaube ich, dich immer wieder antreten lassen, bis der Ausreiseantrag dann genehmigt wurde, oder? Das war nochmal eine lange Zeit. Ja, nicht nur das, also ich sag mal, die physischen Übergriffe, die wir waren, also größtenteils so bis Anfang 84. Ich bin 83 bei Wutanfall ausgestiegen. Einerseits wegen dieser Folter, aber auch, weil ich mich musikalisch weiterentwickeln wollte, weil ich mein Spektrum erweitert habe. Ich wollte also noch extremere Musik machen und mich in der Richtung ein bisschen verändern. Und dann wurde es mehr psychologisch. Ja, ich habe dann 84 auch ein PM12 bekommen. Und Innenstadtverbot, permanente Überwachung, hatte dann wie Arbeitsverbote auch. Ne? Also ich habe in meinem Job in keinem Betrieb mehr irgendwie Arbeit bekommen, musste immer halt versuchen, bei privaten Firmen irgendwo unterzukommen, was aber zur Folge hatte, dass die 3 Wochen später da waren und sagen, okay, wenn du den weiter beschäftigst, dann machen wir dir den Laden zu. Ja. Und das zog sich dann letztendlich bis zu meiner Ausreise Mai 89 hin. Also die haben mit der Sache, denke ich mal, versucht auch wie so ein Exempel zu statuieren. Mhm. An mir. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Ja, also ich denke viel darüber nach und ich denke auch darüber nach, warum haben die mich nicht eingeknastet, offiziell. Ich war ja ein paar Mal so weg, aber immer ohne Verurteilung. Es war vorgesehen, mich in die Psychiatrie zu stecken. Und ich denke mal, es sollte ein Exempel für die anderen Leute sein, in dem die mitgekriegt haben und gesehen haben, was passieren kann. Und das, was die sagen, eben, dass das auch durchgezogen wird. Anne, ich möchte noch mal auf den Moment kommen, als
ihr verhaftet worden seid in Aserbaidschan. Du hast mal erzählt, ich war so wütend. Ich habe angefangen zu schimpfen auf Russisch. Ihr Schweinehunde, ist das euer Kommunismus? Das war ja in dem Sinne sozusagen dein finaler Wutanfall vor der Verhaftung. Du hast ja viel erlebt und auch probiert, eigentlich im Rahmen des Systems anders zu leben. Also du hast halt ja auch immer davon gesprochen in Magdeburg, von den bunten Leuten, die es halt da gab, wo du halt auch dazugehört hast. Hast du irgendwann auch schon vor der Flucht aufgegeben und gedacht, hier ist kein Staat mehr für mich zu machen? Oder gab es sozusagen, also da gab es die Hoffnung nicht mehr, das ist klar, aber gab es bei dir diesen Funken Hoffnung, dass es doch noch irgendwie gehen könnte eigentlich im Laufe der Jahre? Etwas naiv gefragt, jetzt auch so aus meiner Perspektive des Spätgeborenen. Das fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil die Frage sich auch wieder zurückgenommen hat. Also was genau wolltest du jetzt wissen, an welchem Punkt? Ich hatte irgendwann nicht mehr die Hoffnung, aber danach hast du ja wieder gefragt, kannst du das nochmal konkretisieren? Also am Schluss sozusagen der finale Wutanfall vor der Verhaftung, da war es wahrscheinlich einfach nur noch Wut auf das System. Schon als ihr die Flucht beschlossen habt, war ja klar, hier ist nichts mehr zu machen. Wie lange hast du die Hoffnung gehabt, dass es doch noch gehen könnte, indem man sagt, ich will in diesem System bleiben, ich will es vielleicht zum Guten verändern? Gab es da einen Kipppunkt? Bis ich meinen Job verloren habe, habe ich das schon geglaubt. Mm. Und als ich gesagt habe, ihr Schweinehunde und so, das war ja nach der Verhaftung. Also die haben uns dort aus dem Gebüsch gezogen an der Grenze. Und ich war so wütend, weil meine Mutter wollte es dann immer nicht hören. Aber ich habe immer gesagt, ich werde erschossen oder ich komme in den Westen. Aber Verhaftung war nicht vorgesehen. Und dann wurde ich doch verhaftet und war so sauer. Ich war so sauer, dass ich dann wirklich mein ganzes Russisch rausgekramt habe und so Svinja, Schabaka, so rumgeschimpft habe. Und dann waren die sauer und ja, so ging das dann hin und her. Und ich wurde auch ein bisschen verprügelt und habe im Matsch gelegen. Und das Kalte, was du gespürt hast, war wahrscheinlich eine Waffe, ne? Also es war bei mir auch so, ich habe die Waffe in den Nacken bekommen und ein Offizier hat dann gesagt, sag, hier, küss deine Heimaterde. Und ich habe gesagt, niemals, weil ich ja immer noch so sauer war. Und dann habe ich halt dieses Kalte auch gefühlt. Und was ich gar nicht mitbekommen habe, wenn man so unter Adrenalin da liegt, ja, ich guckte dann meinen Fluchtkumpel an und der hat mich angestarrt. Und da habe ich erst gehört, dieses Entsichern. Ne? Also die hätten mich vielleicht erschossen, ich weiß es nicht. Aber der war richtig, richtig sauer, der Offizier. Ne? Und er hat dann so entsichert und hier irgendwo war das ganz kalt. Und da habe ich gedacht, jetzt mal ein bisschen ruhiger treten und habe gesagt, wir sind keine Russen, auf Russisch. Und da ging dann das Gewehr hoch und dann haben sie mich schnell hingestellt, so ein bisschen abgeklopft. Das war ja voller Matsch und Kletten und so. Und dann haben sie gesagt, wo kommt ihr denn her? Und ich gesagt, sage ich nicht. Und da war ich wieder trotzig. Und dann haben sie uns aber in Jeeps gesetzt und da weggefahren und so. Ja, das war die Verhaftungssituation. Aber die Frage jetzt mit der Hoffnung, das ist ja immer so eine Sache, die kommt und geht. Also es gab bestimmt auch danach, als ich keine Arbeit hatte, immer noch mal so einen Moment der Hoffnung, weil ich lebte ja in dem Land und ich liebte ja meine Menschen dort. Das macht ja doch die Heimat aus und ich wollte die auch nicht verlassen, ne? Und das wechselte sich immer mal so ab. Also es war nicht so klar, ab dem Punkt war ich jetzt so optimistisch, ich komme in den Westen oder ich will da unbedingt hin, sondern das war schon immer schwankend und vorwiegend traurig, so diese ganze Zeit. Ja, so. Und was mir aufgefallen ist, das finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast, du hast darüber nachgedacht, warum sie an dir das Exempel statuieren wollten. Wir haben ja über Otze viel recherchiert. Ich habe da auch ziemlich viele Akten gelesen. Otze ist ein Musiker ungefähr zur gleichen Zeit, wie ihr angefangen habt. Hat der in Erfurt, also der kommt aus Stotternheim bei Erfurt, eine Band gegründet, die Schleimkeim heißt. Und in den Protokollen, die ich da gelesen habe, wie man mit ihm umgegangen ist und was man geplant hat, ist das sehr ähnlich. Ne? Also der hat auch immer nur ein paar Tage gesessen, bis ein paar Wochen, wurde für irgendwas verhaftet. Wegen seiner Texte oder weil man ihm gedroht hat oder weil er eine Flasche Schnaps geklaut hat oder so. Und dann hat man ihn immer ein bisschen misshandelt und wieder laufen lassen. Ja, bei mir war es eben auch, also ich war dann wirklich vor 3 Wochen von der Bildfläche verschwunden. Und niemand wusste, wo ich bin. Mhm. Ja. Ich wurde eingeliefert in die U-Haft, ja, und
unter fadenscheinigen Begründungen, war 3 Wochen in so einer Einzelzelle und musste unterschreiben, dass ich sozusagen am gleichen Tag entlassen wurde. Ja. Und was ich noch ergänzen wollte, was mir wichtig ist bei dieser Torture, bei dieser ganzen Misshandlung da in dem Wald, das Schlimmste für mich war eigentlich, dass mir da am Boden in Sinn kam, die legen dich jetzt um. Aber das Schlimmste für mich war eigentlich, zu wissen, wenn das passiert, wird niemand wissen, was wirklich passiert ist. Mhm. Meine Eltern nicht, niemand, gar nichts. Es gibt einen Unfall oder sonst was. Und das war für mich unvorstellbar. Ja. Mhm. Nur so viel. Josephine, bei dir war die Konfrontation ja auch ziemlich heftig, also mit der Stasi. Das war dann eher nicht physisch, aber psychisch auf jeden Fall. Physisch gar nicht. Du hast aber gewusst, in Halle, deine Wohnung, die war auf der einen Seite immer offen, sozusagen auch für Menschen aus deinem Umfeld. Ja, Tür war nie abgeschlossen. War nie abgeschlossen. Offene Wohnung. Das hieß dann aber allerdings auch, du wusstest, alles ist verwanzt und es gibt Durchsuchungen in deiner Abwesenheit. Das hatte mit Zuschließen oder Abschließen gar nichts zu tun. Verwanzt waren die so oder so, ob man abgeschlossen hat oder nicht. Man konnte sie gleich auflassen. Aber man hat natürlich so seine Strategien gehabt. Wenn man irgendwo einen Vorhang hatte, dann hat man da exakt 4 Falten gehabt. Oder man hat, wenn man die Tür zugemacht hat, bevor man zur Arbeit gegangen ist, unten so ein kleines abgebrochenes Stückchen Streichholz hingeklemmt. Na. Jetzt, warte. Und das haben die natürlich gesehen und das haben die auch gewusst. Und dann haben sie sich gefreut, dass sie das Streichholz, und das haben sie auch wieder so hingeklemmt. Aber das war gar nicht die Sicherung, das war ein Haar oben über der Tür. Das Streichholz war zum Ablenken. Also das ist mir auch bis heute geblieben, dass ich also furchtbar wahrnehme, wenn sich in einem Raum irgendwas nur nicht richtig, was weiß ich, das Glas hat halt exakt so gestanden. Für jemanden, der die Wohnung umkämmt, da stellt es einfach wieder auf die Serviette auf. Die können nicht auf so viele Details achten, ne? Und Wanzen, wenn man wusste, wo sie waren, hat man sie auch da gelassen. Dann wusste man wenigstens, wo sie waren. Und wir haben das in den Wohnungen häufig so gemacht, dass wenn wir wirklich irgendwas miteinander austauschen wollten und in der Wohnung waren, dass wir auf Zettel geschrieben haben. Ja, dass wir Musik gehört haben und haben halt was auf den Zettel geschrieben und haben die dann gegessen oder verbrannt oder was auch immer. Ne? Und was ich mit der offenen Wohnung auch eher meinte, war ja, du hast ja sozusagen denen immer deutlich gemacht, ich habe keine Angst vor euch. Und das ist ja auch sowas von, ja, dann kommt doch. Das hat mit der offenen Wohnung gar nicht, das hat mit der offenen Wohnung überhaupt nichts zu tun. Nee, das mit der keine Angst haben, das hat mit der offenen Wohnung, und ich hatte bestimmt auch Angst, aber nicht vor denen. Also, ich habe einen einzigen Vernehmer gehabt, ziemlich am Anfang, den ich für hochintelligent gehalten habe. Das war ein richtiges Battle. Also wenn der mich da hatte, dann habe ich aufgepasst und er aufgepasst. Und da hat es eine ganz eigenartige Situation gegeben. Der hat sich von mir verabschiedet, als er mich das letzte Mal gesprochen hat. Es waren ja keine Vernehmungen, es waren ja Gespräche, ne? Dann hat er sich von mir verabschiedet und hat gesagt, er bedauert mich nicht, noch mal wiederzusehen. Und Leute mit meinen Fähigkeiten hätten sie gerne auf ihrer Seite. Und da habe ich gesagt, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wir haben irgendwie Achtung voreinander gehabt. Also der hat nicht versucht, mich anzuwerben oder so. Er hat mir ganz offen gesagt, dass er mich beeindruckend findet, und ich fand ihn auch beeindruckend. Und der Vernehmer, der danach kam, das war ein furchtbarer Idiot. Der hat viel zu viel Filme geguckt, der schlug seine Hände so auf den Schreibtisch und bäumte sich auf und schrie mich an, und wenn Sie glauben, Sie kommen hier jemals raus, haben Sie sich geirrt, Sie kommen hier nie raus, nicht mal wenn Sie alt und grau sind. Und ich habe da gesessen und habe den angelächelt und habe gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Na, und dann haben die, den ging auch mit unter der Arsch auf Grundeis, wenn sie bei mir irgendwas
durchsucht haben. Die haben zum Beispiel, sieht man ja alles erst im Nachhinein in den Stasi-Akten. Ich bin ja dankbar für die Stasi-Akten. Ich wüsste so viel überhaupt nicht mehr, was da passiert. Das ist ja ganz unglaublich, was die für eine Sammelwut hatten. Und meine Tante in New York zum Beispiel, die arbeitete im Goethe-Institut. Und dann hatte ich nun, also die wühlten in meiner Wohnung rum und da hatte ich Briefe und Karten von meiner Tante Hannelore und unter anderem ein Foto von Hannelore mit Helmut Schmidt. Das war für die natürlich irgendwie brenzlig und dann habe ich auch noch keine Angst gehabt. Und dann schreibt meine Tante Susa aus Heidelberg, dass Rainer Barzel sich für meine Freilassung einsetzt und dass irgendein... Eine jüdische Gemeinde, ich weiß nicht, warum eine jüdische Gemeinde, aber die wollten sich auch für mich einsetzen und ich meine Verwandtschaft im Westen war denen auch immer suspekt. Die wussten nicht, was ich für Kontakte habe. Und dann haben sie irgendwie in dem Wahn gelebt, dass ich für den Bundesnachrichtendienst arbeite. Und die haben mich ja, die haben ja im Westen nicht aufgehört. Ich bin im August 83 ausgereist. Und das letzte aufgefundene Dokument ist vom Frühjahr 89 aus dem Ministerium in Berlin. Da ist nur das Deckblatt streng geheimer Vorgang. Mhm. Ich weiß nicht, was sie da vorhatten. Ich kann es mir vorstellen, aber ich muss warten, ob der Rest zusammengesetzt wird irgendwie wieder. Die haben meine Akte gibt es sogar auf Russisch. Das fand ich erst sehr beeindruckend. Weil ich nicht wusste, warum dann auch der KGB noch mitgespielt hat. Das lag schlichtweg daran, dass ich 2 Jahre in Wien gelebt habe. Und der Staatssicherheitsdienst war in der BRD zuständig und in Österreich war der KGB zuständig. Da haben die sich brüderlich die Sachen ausgetauscht. Und solange wie ich in Wien gewohnt habe, haben halt die Russen sich ab und zu um mich gekümmert und sind mir hinterher getobt. Und als ich dann in Bayern gewohnt habe, war wieder der Staatssicherheitsdienst unterwegs. Und die haben die ganzen Jahre nicht aufgehört. Ich hatte eine Einreisesperre, ich durfte sowieso nicht rein. Ich habe einmal beantragt, da habe ich immer noch die Ablehnung. Einmal hat mein Vater beantragt, dass mein damaliger Mann, verstorbener, mein erster, war ein Österreicher. Und ich und das Baby Rebecca, meine Tochter, die Älteste, die 85 in Wien geboren ist, dass wir in die DDR zu Besuch kommen können zu ihm. Und Rebecca war damals 1,5 Jahre alt. Meine Mutter hatte ihre Enkeltochter noch nicht gesehen. Mich haben sie auch nicht wieder gesehen. Ich war ihr einziges Kind. Und da ist abgelehnt worden, dass ich einreise und abgelehnt worden, dass das Baby einreist. Und mein erster Mann hat eine Genehmigung bekommen. Und da hat Peter gesagt, na, alleine fahre ich nicht. Ich sage, und ob du fährst? Und dann kam er wieder und sagt, also du, was die mich alles gefragt haben an der Grenze, aber die haben alles immer nur nach dir gefragt. Ich glaube, dass sie ihn nach langen Überlegungen haben fahren lassen oder sogar gerne wollten, dass er fährt, weil sie irgendwie was erfahren wollten. Keine Ahnung, ob sie, dass meine Mutti dann vielleicht auf Arbeit was erzählt von ihrem Schwiegersohn oder weiß der Geier was. Ich habe keine Ahnung. Also auf alle Fälle durfte mein erster Mann einreisen, der ein Österreicher war, aber das Baby, also die Enkeltochter durfte nicht und die Tochter durfte nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten gewesen, das wusste man auch im Vornherein. Mhm. Und das mit dieser Todesangst, also die ist sowieso nicht von der Hand zu weisen. Ich habe, das ist auch in einem protokollierten Telefongespräch, dass ich zu jemandem, der schon ausgereist war, mit dem ich telefonierte, vom Telefon unseres Jugenddiakons aus. Der Jugenddiakon, der hatte ein Telefon und nach Westdeutschland konnte man ein Gespräch anmelden und da hatte ich ein Gespräch angemeldet zu Erbse, Spitzname. Lutz Schmidt war 2-mal inhaftiert politisch und ausgereist, so ich glaube 81. Und da ist protokolliert, dass ich zu ihm sage, dass wenn mir was zustößt, dass er das bitte publik machen soll. Und ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter gesprochen habe, wo das so eskalierte. Da hat sie mich noch mal in Halle besucht. Das war irgendwie Anfang des Jahres 83. Und da habe ich ihr alles Mögliche schon gezeigt, wo was steht, wo was liegt, falls ich einen Unfall habe oder so, falls da irgendwas ist.
dass sie wenigstens die Sachen holt oder weiß, wo was ist. Mhm. Aber außer, dass dieser kleine Idiot versucht hat, mich anzuschreien, ist mir physisch nie irgendwas passiert. Und psychisch haben sie mich nicht erreichen können irgendwie. Ich bin sogar einmal zu denen gegangen, ohne einen Termin zu haben. Also sie haben mich auch auf der Straße abgefangen und haben gesagt, ich soll ins Auto steigen. Und dann haben ich gesagt, ich nehme an Herr Müller und Herr Schmidt und ich wusste nicht, wo es hingeht. So eine Sachen sind auch passiert, aber ich habe grundsätzlich eher, weißt du, ich habe sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass je stärker man mit denen in der Konfrontation ist, umso mehr man sich einen Showdown wünscht. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht irgendwie erleichtert gewesen wäre, wenn ich inhaftiert worden wäre, weil dann dieses ganze Fangspielen ein Ruhepunkt. Ja, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt. Das ist verrückt, aber. Oder zumindest kam es mir so in Sinn. Ja, und habe mich dann aber immer gewundert, warum es nicht vollzogen wird. Ja, so, man weiß, die sind hinter einem her irgendwann ist man als Verfolgter so genervt vom Verfolger, dass man sich wünscht, aber dass es ein Ende findet. Aber das sind eben auch diese Zersetzungsmaßnahmen letztendlich. Das hat System. Ja, sicher, es ist wahrscheinlich. Ich war letztendlich, in meinem Fall, war ich für die eben draußen wertvoller als drin. Unbedingt, ja. Weil ich ein Multiplikator war für die und viele Leute kannte und viel initiiert habe und so. Da war ich für die draußen wertvoller als drin. Was passiert, ja. Na, seid doch froh. So toll war es da drin wirklich nicht. Naja, ich weiß. Ne? Aber, das hat nicht zur Beruhigung beigetragen letztendlich. Ja. Nein, um Gottes Willen. Ich will nicht, dass man denkt, dass ich dachte, dann könnte ich mich ein bisschen erholen. Nee, aber dass man so denkt, jetzt haben sie mich auch so ein bisschen, ja. Ja, na klar. Was ist besser? Ich weiß es auch nicht. Aber da drin hat man wieder so harte andere Sachen gesehen und kennengelernt. Das hatte ich ja anders zermürbt. Ich bin ja dankbar, dass im Prinzip ist das parallel gelaufen. Als ich in Halle verhaftet wurde, ist vom Ministerium von Berlin gekommen, dass sie mich nicht inhaftieren dürfen. Und die haben, ich glaube, über ein Jahr gebraucht, eine Anklage zu konstruieren. Die haben eine Anklage konstruiert, die völlig an den Haaren herbeigezogen war, wo sie mich aber als einfache Kleinkriminelle, weil sie sich nicht für 2-3 Jahre hätten einsperren können oder irgendwie sowas. Die waren ja zu meiner Zeit schon dazu übergegangen, Leute nicht mehr politisch zu inhaftieren, sondern ihnen irgendwelche kriminellen Machenschaften unterzujubeln, damit man keine Helden schafft, sondern damit das einfach jemand war, der geklaut hat oder der irgendwas anderes Böses gemacht hat. Ja, oder man wurde kriminalisiert. Ja, ne? Man wurde kriminalisiert, natürlich. Ja. Also das haben sie versucht und die haben wirklich was zusammengebaut. Und ich wurde in Halle quasi verhaftet und von Berlin kam die Anweisung, mich ausreisen lassen zu müssen. Und da müssen die sich sehr geärgert haben. Interessanter Punkt. Mit dem Rowdy-Paragraphen, da habe ich mal überlegt, ob ich ein Buch drüber schreibe, bin noch nicht dazu gekommen. Es gibt, also gerade in der Punk-Szene und auch in anderen, bei den Hippies und so weiter, gab es viele Leute, die sind nicht aus politischen Gründen verhaftet worden, sondern wegen meist inszenierter Schlägereien, ne? Sprühen an Wänden. Mhm. Das zählte auch unter den Rowdy-Paragraphen. Oh, ne? Also in Halle-Neustadt stand mal an irgendeiner Wand, Dada lebt. Ja, Dadaismus. Und dann sind die in Halle rumgetobt und haben Dada gesucht und keiner kannte Dada. Es war großartig. Aber da haben sie bestimmt auch wen verhaftet. Nee, haben sie nicht. Nee? Sie haben es nicht rausgekriegt. Ich hab mal gesprüht, trinken für den Frieden, Schwerter zu Zapfen. Strafverfügung irgendwie 500 Mark. Ja, das ist aber vielleicht ein ganz gutes Stichwort, was ich nämlich nochmal fragen wollte. Du hast irgendwie eins mal festgestellt, aller Gewalt zum Trotz,
Eins hat das System nicht geschafft, dich zu brechen. Mhm. War das damals ein bisschen Genugtuung und ist es das bis heute auch noch? Weil die Auseinandersetzung damit, du hast es ja gesagt, du denkst über manche Sachen heute noch nach. Ja, ist es natürlich. Na? Trotz allem muss ich natürlich sagen, ich hatte extreme Phasen, ich hatte Depressionen, ich habe getrunken, um schlafen zu können und sowas. Ja. Also es war schon extrem, weil ich bin streckenweise bis viermal die Woche zugeführt worden. Ja. Einmal mit Vorladung und dann einfach von der Straße weg. Das war schon nicht einfach. Ja. Und speziell am Anfang in der Zeit war es eben einfach so, dass man alle gegen sich hatte. Ja, das war also einmal die Familie, alles. Ja. Also ich bin mit 17 dann ausgezogen, als mein Vater anfing, meine Klamotten zu verbrennen. Das war dann zu viel, da musste ich raus. Und es war speziell in der Anfangszeit, 80, 81, eben leider auch die Gesellschaft. Wir wurden von ganz normalen Leuten auf der Straße angegriffen. Wir wurden bespuckt. Wenn man alleine war, wurde man in Schlägereien verwickelt. Ohren gerissen. Und so weiter. Hm. Ja. Und das macht an der Stelle natürlich, und wenn du dann in der Zelle sitzt, macht das sehr einsam. Ne? Mhm. Mhm. Und trotzdem hat mich das in meiner Sturheit aber immer noch beflügelt, weiterzumachen und eigentlich noch extremere Wege zu gehen. Weil ich es einfach, um das runterzubrechen, nicht eingesehen habe. Ich habe andere Klamotten, ich denke anders und habe eine Band. Fertig. Das ist erstmal alles. Und das macht ihr mit mir? Na, jetzt hast recht. Hm. Ja. Ja, das jetzt hast recht sowieso. Ich glaube, das ist das, was Anne, das war bei dir auch so, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gab da ja eine Situation, wo dir quasi mehr oder weniger, du wolltest der Wunsch war, Studienplatz in Berlin zu studieren, Kulturwissenschaften zu studieren, und dann wurde ja quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder du sagst jetzt, ich distanziere mich auch schriftlich von diesen negativ dekadenten Leuten, mit denen ich befreundet bin. Oder der Studienplatz, wo zumindest die Drohung wurde noch ein bisschen offen gelassen, oder es ist weg. War das für dich dann auch so ein Moment von jetzt erst recht? Also ihr nicht mit mir? Naja, dann hatte ich ja keine Handhabe mehr für jetzt erst recht. Also ich habe zum ersten Mal angefangen zu trinken, auch ziemlich heftig, um mich zu betäuben und abzulenken von dem Zustand. Und ich konnte ja dann nicht, also ich konnte nicht singen und kein Instrument spielen. Ich konnte nicht, wenn ich den Job nicht mehr hatte, konnte ich keine Konzerte organisieren. Mhm. Ja, also ich war nicht fähig, in der Band aktiv mitzuspielen. Und dann war mir die Handhabe dafür entzogen. Und dann hieß es erstmal so, sich durchwurschteln, überleben. Ne? Also es war dann ein ganz anderer Schwerpunkt. Ich kann aber auch nicht singen und auch kein Instrument spielen. Ja, da hätte ich mutiger sein müssen, das stimmt. Ich würde gerne bei dem Stichwort gerne mal so ein bisschen den Blick auf die jüngere Vergangenheit zum Schluss und auf die Gegenwart richten. Chaos, du hast ein Industrial Noise Projekt gegründet namens Pft. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, mit 3 F in der Mitte. Ja, da ist jeder frei, du kannst es in die Länge ziehen. Und ich habe gelesen, sogar 2019 bist du noch damit gegründet, Mitte der 80er, 2019 seid ihr noch aufgetreten. Mhm. Bist du damit musikalisch jetzt auch noch unterwegs? Ja, streckenweise schon, genau. Also es ist noch am Leben, sozusagen, genau. Also ich habe das gemacht nach dem Ausstieg von Wutanfall. Das war ja ein richtig nihilistisches Ding. Ich wollte keine Proben mehr, ich wollte keine feste Besetzung mehr, ich wollte keine Texte mehr und hatte dann mit dem ehemaligen Basser von Wutanfall das zusammen gemacht und hatten dann noch so einen durchgeknallten Maler aus Leipzig. Der ist dann bei uns eingestiegen und hab gesagt, okay, wir singen nicht und wir machen keine Texte. Setz dich hin und lies das neue Deutschland. Und das hat er dann so exzessiv gemacht, also dass er diese Headlines geschrien hat und gebrabbelt hat. Und
bei einem großen Festival 85 in Coswig bei Dresden. Hatte diese Zeitung auch verspeist am Ende. Und da war auch so eine kleine Anekdote der Genugtuung. Ja, wir haben gerade auf der Bühne angefangen, Krach zu machen. Ich habe mein Metall bearbeitet da und Bohrmaschine und was weiß ich alles. Und im Backstage-Bereich war eine Tür, da waren ein paar Leute von der Staatssicherheit und ein Major dabei. Und der hat uns da gesehen und geguckt und hat dabei einen Herzinfarkt gekriegt. Ihr konntet keine erste Hilfe leisten. Nee, da war, ich hatte zu tun. Und, das ist nicht nett. Und den, ihr ganzes Konzept kam völlig durcheinander. Ne? Er hat es wohl überlebt und so, aber das war mal so eine kleine Genugtuung an der Stelle. Ja, also ich habe das dann weitergetrieben sozusagen, das Projekt. Und aber das war letztendlich anhand, wenn ich das in meinen Akten lese heutzutage, war das auch ein Grund, dass eine Einweisung in die Psychiatrie vorgesehen war. Und also da an der Stelle bin ich heilfroh, dass es dazu nicht gekommen ist. Ja. Weil das ist, glaube ich, noch schlimmer als Knast oder so. Ja. Ja. Es gibt wahrscheinlich viele oder einige Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden. Eine ist mir besonders aufgefallen, tatsächlich, Anne und Josephine. Ihr habt beide literarisch gearbeitet oder tut es auch heute noch. Josephine, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Kopfschuss. Da erinnerst du dich beispielsweise an deine Wut, als dein damaliger Freund 1981 einen Ausreiseantrag stellt und dich naiv nennt, weil du es nicht verstehst. Da heißt es dann, ich werde ihm beweisen, dass ich bleiben kann, trotzdem. Machst du das auch jetzt im Augenblick noch? Holst du dir diese Ereignisse literarisch heran? Also diese Literatur als Verarbeitung, da bin ich immer äußerst skeptisch, aber schon sozusagen auch, dass es präsent bleibt. Arbeitest du jetzt auch noch an Büchern? Ich habe danach noch die Kurzgeschichten veröffentlicht und eine meiner Töchter hat gesagt, sie möchte lesen, wie es weiterging. Also eigentlich lebt sie ja, wie es weiterging, aber sie will, dass ich das zweite Tagebuch schreibe sozusagen. Und ich hatte das dann sogar angefangen, da gibt es auch schon ein paar hundert Seiten. Ich schreibe immer erst auf Papier, also ein paar hundert Seiten auf Papier geschrieben, handschriftlich. Und wenn man es abtippt, dampft man es schon ein und ein Jahr später nochmal und nochmal und nochmal. Und dieses Kopfschuss, das hat 4 Jahre in der Schublade gelegen, habe ich das überhaupt nicht angefasst, diese Rohschrift. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, du hast ein Buch geschrieben, jetzt kümmere dich mal darum, dass es gedruckt ist und es ist im Selbstverlag. Also ich habe keinen Verlag, das ist im Selbstverlag auf Amazon. Ich habe angefangen, ein zweites Tagebuch zu schreiben. Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne umsetzen würde, aber ich schreibe seit 3 Jahren nicht weiter. Das heißt, ich muss 3 Jahre Tagebuch sozusagen nacharbeiten. Und diese Erinnerungsschleifen, die ergeben sich immer auch in diesem Buch aus aktuellen Sachen irgendwie, dass irgendwas passiert oder dass ich was in der Zeitung lese oder dass tagespolitisch irgendwas ist oder in einem Gespräch irgendwas vorkommt, wo ich eine Freundin von mir damals sagte, hast du eigentlich schon was über deine Autostunts geschrieben? Ich sage, nee, das kommt da, glaube ich, auch nicht rein. Und da sagt sie, naja, das finde ich aber so cool, schreib doch was über diese Stuntzeit im Westen. Und da habe ich gesagt, naja, klar, wie mache ich das? Ich sitze hier auf dem Balkon, oh, mein Fuß tut mir weh, ach, da fällt mir ein, ich hatte mal einen Unfall. Ich sage, das ist doch furchtbar, das geht doch alles nicht. Das wird nicht passieren, das hat sich nicht ergeben, das gehört da irgendwie auch überhaupt nicht rein, das ist ganz was anderes gewesen. Und ich sage, das mit den Stunts, das musst du vergessen, das wird da nicht drin vorkommen. Dafür kommt dann zum Beispiel irgendein Gespräch mit einer Freundin auf einer Decke im Freibad vor, wo man aus irgendeinem Grund sich erinnert, wie man
in Halle mit den Leuten beim Ostermarsch nackig baden gegangen ist, obwohl da gerade mal 10 Grad in dieser Plörre waren, weiß der Geier, und Schneeflocken flogen. Und ich hab nicht weitergeschrieben, aber ich habe sehr viel vorzuschreiben und ich hoffe, dass ich es noch machen kann. Ich habe gerade zu viel anderes zu tun und ich habe keinen Punkt, wo ich schreiben kann. Das ist verrückt. Also mit diesem, ich hatte auch nicht vor, ein Buch zu schreiben. Mein zweiter Mann und ich, wir hatten die Trennung. Ich lebte im Rheinland in dem Haus, was wir gebaut hatten, zog aus dem Schlafzimmer aus, hoch unters Dach, was nicht fertig geworden war. Da standen noch Kartons und sonst was. Und ich saß dann abends eben auf dem Sofa, hörte immer eine CD, Punk aus England. Das war cool und diese CD habe ich immer gehört, wenn ich geschrieben habe und saß halt auf dieser Liege, in diesem Nestchen, was ich mir da unterm Dach geschaffen hatte und wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll, wohin ich mit meinen beiden jüngeren Töchtern ziehen soll, wovon wir leben sollen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich schreiben muss und habe plötzlich angefangen zu schreiben und nach so 60 Seiten habe ich gedacht, das Wort darf man nicht sagen, sieht jetzt aus wie ein Buch. Also es scheint, als ob ich anfange, ein Buch zu schreiben. Das hat mich dann selber überrascht. Und dann habe ich das immer weitergemacht. Und dann habe ich das irgendwann mal einer Schriftstellerin aus einer Schriftstellerfamilie gezeigt und habe gesagt, magst du mal reinlesen in mein Geschreibsel? Und dann war ich am See spazieren und komme wieder zurück und dann sagt Vera, ich habe dein Manuskript gelesen. Und da habe ich das erste Mal das Wort Manuskript und das ist dann auch wieder im Buch drin, wie Vera das zu mir sagt und wie ihr Kater auf meinen vollgeschriebenen Seiten sitzt und dass ich das erste Mal höre, dass das jemand als Manuskript bezeichnet und ich sage, wie findest du es? Und er sagt, sie ist gut, mach weiter. Das fand ich großartig. Mit sowas hätte ich gar nicht gerechnet. Ich habe das erst nur so für mich geschrieben. Und dann, wie gesagt, lag es 4 Jahre in der Schublade. Da hatte ich mit anderen Sachen zu tun, wie jetzt auch gerade. Und irgendwann habe ich weitergeschrieben und dann die Kurzgeschichten. Mir fehlt im Moment, obwohl ich mich an vielen Orten aufhalte, dieser eine Ort, an dem ich schreiben kann, das ist ganz eigenartig. Es gibt irgendeinen Ort, wo man sitzt oder wo ich sitze oder wo ich bin, in irgendeiner bestimmten Position und dann da kann ich dann schreiben, so wie ich da immer oben unterm Dach auf diesem Sofa geschrieben habe. Nur da und immer mit dieser einen CD, immer wieder. Ich weiß nicht, ob noch Musik drauf ist. Ich habe alle Noten runtergehört. Anne, in Gegenüber von China zum Beispiel erzählst du deine Geschichte in Romanform und du hast darüber hinaus auch viele literarische Bücher einerseits veröffentlicht, arbeitest andererseits aber auch immer wieder an Sachbüchern oder über DDR-Punk. Du bist Autorin, du bist Schriftstellerin. Was liegt aktuell auf deinem Schreibtisch? Woran arbeitest du? Ich schreibe gerade einen Fußballroman über einen Star vom 1. FC Magdeburg. Ich komme auch gerade aus Magdeburg zurück und bin gestern wie angestochen durch die Stadt gelaufen auf Recherche. Wenn es dann losgeht und mich packt, dann sieht das bestimmt komisch aus, weil ich mit mir rede, immer zu Notizen mache, irgendwo reinstürme, staune und so weiter. Also das ist eine schöne, intensive Phase gerade, ja. Wie losgelassen, ne? Nee, Jünger. Jünger, habe ich gesagt. Ja, das ist. Aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Gelegenheit, offiziell an dieser Stelle mich zu bedanken. Und bestimmt kommt ihr jetzt gleich auch dann noch ein wenig ins Gespräch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an Anne Hahn. Vielen Dank, Josephine Kessling. Vielen Dank, Chaos. Es war sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns dann aus dem Stream. Wenn wir uns nicht schon verabschiedet haben, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben hier in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Ihnen im Stream einen schönen Abend. Nochmal vielen Dank an die Gäste und auch hier im Saal. Ihnen allen einen schönen Abend. Und bis bald. Tschüss.